Willkommen und weitergesprungen in Elder Scrolls Online, dem Spiel mit dem Deadlands Blackwood Conclusio Dingsbums. Wir finden uns höchstwahrscheinlich in der letzten Episode, weil langsam ist Schlacht. Kalia und die Anachoretin sind hier sicher. Kommt, kleine Sterbliche, sprechen wir. Uns hat gerade die dritte Ambition Destron verraten und jetzt müssen wir hier irgendwie Dinge tun und raus. Aber bevor wir natürlich mit Lyrandrin reden, wir wie immer mit allen anderen Leuten. Ich will mich entschuldigen. Ich hätte nie Sombren und Kalia nachsetzen sollen. Uns alle nie in diese Lage bringen dürfen. Ich wollte nur antworten, wisst ihr? Was am Ende geschah, ich kann immer noch nicht fassen, was ich getan habe. Tja, was hast du denn getan? Das nur mit dem Portal? Ich dachte, wir könnten Sombren vertrauen. Doch er tat Kalia weh. Ich musste ihn dazu bringen, dass er aufhört. Also habe ich ihn fortgeschickt. Diese Kräfte zu bekommen. Es fühlt sich genauso an wie damals, als meine Erinnerungen zurückkehrten. Ich weiß, dass sie mir gehören. Aber ich bin mit ihnen nicht vertraut. Tja, und vorher? Sombrens Verhalten ergab keinerlei Sinn. Er versuchte uns davon zu überzeugen, mit ihm zu gehen. Er ist besessen von dieser Macht. Und er glaubt, Merunes Dagon wäre der Einzige, der uns beibringen kann, wie man sie einsetzt. Er zitierte immer wieder Abschnitte aus diesem verdammten Buch. Ja, das Ding ist halt, das verwirrt halt so ein bisschen den Geist, ne? Tja, verführt von dem Mysterium Zaxis. Heißt es so? Er behält es dicht bei sich, lässt es nie los. Er glaubt, es hätte die Antworten, dieses Buch und Merunes Dagon. Kurz vor dem Ende beschloss Sombren, sich unsere Kräfte einfach zu nehmen. Ich war zu langsam, um ihn aufzuhalten. Die arme Kalia. Ja, Kalia? Etwas fühlt sich falsch an. Als ob ein Teil von mir fehlen würde. Was hat er mir genommen? Oh, Sombren. Wie konntet ihr nur? Vor allem, was macht sie jetzt, ne? So als Ambition war sie ja irgendwie, hat sie ja einen klaren Job gehabt. Aber jetzt ist sie ja quasi arbeitslos, ne? Tja. Ich glaube schon. Er meinte, ich wäre ihrer nicht würdig. Als ich sagte, dass ich nicht mit ihm gehen würde, wurde er so zornig, als ob ich diejenige wäre, die ihn verriet. Ich denke nicht, dass er mir wehtun wollte. Er sagte immer wieder, er würde das tun, um mich zu beschützen. Er ist so wütend, so besessen. Vor allem davon zu denken, dass Merunes Dagon einem irgendwas beibringt, ne? Und die Destron-Erinnerung? Wie hätte er das sein können? Destron ist tot. Wir haben beide gesehen, was mit ihm geschah. Doch dieses Abbild zu schaffen, das war zu grausam. Ich hatte Destron schon einmal verloren. Ich musste das nicht noch einmal durchmachen. Und jetzt habe ich Sombren verloren. Ich fühle mich einfach nur leer. Verständlich, oder? Ibli? Ich dachte, Sombren wäre unser Freund. Ich kann das alles kaum fassen. Wie konnte er sich mir... Na Jüdi, dann Lyrand. Ich hätte nicht erwartet, dass Sombren sich gegen uns wendet. Nee. Oder dass er versuchen würde, die Macht der restlichen Ambition an sich zu reißen. Er hat nun die Macht von Destron und Kalia, so wie seine eigene. Wenn er diese Macht Dagon übergibt, wird das Ergebnis keinem von uns gefallen. Er hat die Macht von Destron? Seit wann das denn? Habe ich damit verpasst? Offensichtlich, aber er hat die Macht von Destron? Ich bedenke immer noch unsere Möglichkeiten. Wenigstens haben wir die Anachoretin und sie hat immer noch ihre Kräfte. Das ist fürs Erste genug. Ihr habt euch gut geschlagen, Sterbliche. Entgegen aller Erwartungen haltet ihr weiter durch. Nehmt dies mit meinem Dank und macht euch bereit für das, was nun kommt. Ah ja, Stab der gefallenen Ambition. Entlohnung von der 300. Ist es vorbei? Da wir nun in der verhältnismäßigen Sicherheit von Madame Capris Etablissement sind, erzählt mir, was ihr auf der Insel der Freuden entdeckt habt. Sprach der Geist von Kaiser Morika die Wahrheit? Gibt es eine Waffe, die wir gegen Merunes Dagon einsetzen können? Ja, irgendwie schon. Also ich bin gerade überrascht, wie viel Content jetzt hier noch so kommen, ne? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, jetzt ist schon vorbei. Also ich schaff's dieses Jahr dann wohl nicht mehr. Naja, Judy, Langhauskaiser hat einen Plan im Plan B. Lasst mich die Dokumente sehen, die ihr gefunden habt. Dokumente? Ich bin vertraut mit Nymonen, aber nicht mit diesem Egonymon. Doch wenn es wirklich die Macht hat, Merunes Dagon zu bannen, ist es nicht verwunderlich, dass die Langhauskaiser es verbergen wollten. Und was habt ihr im Untergangsgewölbe gefunden?
Naja, eine seltsame Scherbe, die dann wahrscheinlich das Ding ist, nehme ich mal an. Interessant. Und ihr habt das im Gewölbe gefunden? In dem, von dem Morika behauptet, es würde seiner Tochter gehören? Dann zeigt es der Anachoretin. Vielleicht erinnert sie sich an etwas und kann seinen Sinn ergründen. Wir brauchen jeden Vorteil, um uns Sombren zu stellen. Naja, ich werde der Anachoretin auf jeden Fall das Relikt zeigen. All unsere Hoffnung ruht nun auf der Anachoretin. Zeigt ihr das dätrische Relikt, das ihr aus ihrem Gewölbe geborgen habt. Sie soll es untersuchen und ihm seine Geheimnisse entlocken. Vielleicht wird eine ihrer Erinnerungen klarer, wenn sie es untersucht. Na gut, erzähl mal was für Nymonen. Wahrscheinlich ist es irgendeine Art von Schnecke oder so. Einfach ausgedrückt ist ein Nymon der wahre Name eines Dätra. Einige von uns haben viele, andere haben nur einen. Wenn man diesen geheimen Namen kennt, hat man große Macht und Einfluss über den Dätra, zu dem er gehört. Sterbliche verwenden sie bei ihren Anrufungen, um uns zu befehligen. Ah ja. Das hätte nach der Logik der Merunes Dagon selbst einen wahren Namen. Ja, und wo macht Sommere das? Ja, wahrscheinlich Verwirrung und Machtdingsbums, vielleicht flüstern im Schlaf? Wie wir schon ausgiebig besprochen haben, ist Freundschaft meinesgleichen völlig fremd. Ja, natürlich. Ich kann daher kaum etwas dazu sagen, warum Sterbliche tun, was sie tun. Und ich halte wenig davon, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was hätte sein können. Wir nutzen unsere Zeit lieber für das Ersinnen eines Plans. Das Ding ist, ich glaube, dass Lyran keine Sekunde mehr, ne, dass sie nicht weiß, was Freundschaft ist und dass das Konzept hier, ich meine, sie nennt es natürlich anders, weil sie es nicht so möchte, aber an sich weiß sie ganz genau, was Freundschaft ist. Na gut, wie finden wir Sombrin jetzt? Lasst uns ein Problem nach dem anderen lösen, Sterbliche. Erst das Relikt, dann Sombrin. Er hat das Mysterium Xaxis studiert und die Macht von zwei der drei verbliebenen Ambitionen gewonnen. Er wird sich auf den Weg an Merunes Dagons Seite machen, sobald er kann. Aber warum? Der will ihn doch nur opfern. Das ist ja prinzipiell ist Sombre nichts anderes als ein Reifegefäß, das am Ende zerbrochen wird. Wie hat der Kalias Macht geraubt? Warum können wir das nicht vorher schon machen? Angesichts seiner Forschung und dem Wissen, das Sombrin bereits hatte, weil er Kalia half, ihre Macht zu beherrschen, hat er anscheinend einen Weg gefunden. Vergesst nicht, er sah, wie Vandacia Destrons Macht absorbiert hat. Vielleicht war das der Ausgangspunkt. Oder er hat etwas in diesem verfluchten Buch gefunden. Es ist nicht verflucht, es ist halt einfach nur sehr unheilig. Also Idee, was das Ignymon ist? Meine Vermutung ist, dass es eine stärkere, mächtigere Version eines Nymons ist. Wenn wir darauf Zugriff haben, können wir Merunes Dagon vielleicht schwächen. Womöglich sogar in die finsterste Ecke der Totenländer verbannen, wie es die Langhauskaiser andeuteten. Naja, das hält ja wahrscheinlich eher nicht ewig. Aber hey, Zeit ist ja mal die Ressource, die wir brauchen. Da, Ideen, Mayrate? Da kommt aber auch eins nach dem anderen, oder? Na klar. Ich hatte kaum die Zeit, die Tatsache zu verarbeiten, dass ich eine Ambition bin. Oder auch nur überhaupt zu erfahren, was das wirklich bedeutet. Es tut mir leid, dass ich Sombra nicht daran hindern konnte, sich Kalias Kräfte zu nehmen. Es ging alles so schnell. Ja. Na gut, wir haben dies noch ein Gewölbe gefunden. Weißt du, was das ist? Ich hatte ein Gewölbe? Haha. Ja, ich erinnere mich an einen Ort, wo man mich unterbrachte, als ich von Schwester Seldina ausgebildet wurde. Lasst mich mal sehen. Es fühlt sich vertraut an. Als ob ich mich nach dem Aufwachen an einen Traum erinnere. Soll ich irgendwas damit anstellen? Das weiß ich nicht. Das ist übrigens mal witzig, dieses Aufwachen nach einem Traum. Das ist, wenn man sich das dann aufschreibt, dann kann man sich, ich kann mich jetzt immer noch an Träume erinnern, die ich vor Monaten hatte. Auch an die Bilder, die dazu gehören. Aber dem, wenn ich es nicht aufschreibe, dann fehlt halt dieser Anker und dieses Dingsbump. Und ich frage mich halt, ob irgendwo die Synapsen, die dafür zuständig sind, die diese Verbindungen machen, die Erinnerungen sind, ob die noch existieren, dass es halt einfach nur das Lesezeichen fehlt. Oder ob das tatsächlich einfach nie gemacht wurde, die Verbindung. Dann wäre eigentlich so eine gute Idee, Träume aufzuschreiben, oder? Weil dann, das ist ja wie denn doof, dann merkt man sich ja mehr. Na gut, ja, das könnte irgendwie nützlich sein, bestimmt. Dann sollte ich mich lieber daran erinnern, was es ist und wie man es einsetzt, oder? Ja. Leg das Relikt auf den Tisch dort drüben. Dann kann ich es mir genauer ansehen. Vielleicht fällt mir dann etwas ein. Ja, sicherlich doch. Das Tipp im Hintergrund bin übrigens ich, der gerade seinen Webserver neu startet, weil sein SSL-Zertifikat ausgelaufen ist und das gerade von meinem Rechner mir mitgeteilt wurde. Du verstehst kein Wort davon? Ist egal. Aber es nervt mich gerade. Also wir legen das direkt jetzt hier hin.
Oh. Merunes Dagon hat Teile von sich bei deren Erschaffung in die vier Ambitionen übertragen. Diese Teile bilden das Egonymon und sind die Quelle ihrer Macht. Falls nötig, kann das Egonymon eingesetzt werden, um Dagon zu schwächen und ihn zurück ins Reich des Vergessens zu zwingen. Alle vier Teile des Egonymons müssen verwendet werden, um den Versuch zu unternehmen. Wir werden es nur als Mittel der letzten Wahl einsetzen. Erkenne das wieder. Ein tiefes, ständiges Summen in meinem Hinterkopf. Was? Ein Teil von mir, aber auch ein Teil von etwas anderem. Ich glaube, so erkennen wir einander, Sombren und ich. Du stehst im Bild, das Bild bei einer Master Sorcerer. Dann waren die Langhauskaiser also doch nicht so töricht, wie ich dachte. Sterbliche, ich habe eine Idee. Wir müssen die irgendwie, jetzt müssen wir das aus Sombren rauskriegen, der schon 3/4 von der gesamten Macht hat. Na, das wird ja lustig. Da ich nun weiß, wie ich es nennen soll, spüre ich das Egonymon in mir. Es ist schon mein ganzes Leben ein Teil von mir. Doch ich habe es hingenommen, ohne wirklich zu wissen, was es ist. Ich bin mir aber nicht sicher, was wir mit nur meinem Teil davon anfangen können. Ja, vor allen Dingen nur du hast den Teil, nicht wahr? So, Kalia, du bist raus, ne? Oh nein. Ohne meine Macht habe ich meinen Teil des Egonymons nicht mehr. Fühle ich mich deshalb so leer? Das heißt wohl, dass Sombren jetzt 2 Teile des Egonymons hat. Er hat vielleicht sogar Destrons Teil. Hat er auf diese Weise seinen Geist beschworen, um euch zu bekämpfen? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Tyrant hat schon gespoilert, weil die hat schon behauptet, er hat das Ding, ne? So, Evely, du stehst hier auch ein bisschen außerhalb der Dinge, ne? Dann ist das Relikt also eine Art Erinnerungsstein? War es eine Nachricht für die Anachoretin oder Morikas Erben? Wartet mal eben, sie ist Morikas Erbin! Ja. Hey, wenn das Egonymon den Ambitionen ihre Macht verleiht, haben wir jetzt nur noch eine. Sombren hat die von Kalia an sich gerissen. Ja, und die von Destron anscheinend auch. Ja, Durant, dann schieß los. Wie ich es mir schon dachte, ist das Egonymon ein mächtigeres Nymon. Vielleicht haben nur die Fürsten so etwas, denn ich hatte noch nie von ihnen gehört. Sombren hat 2, vielleicht sogar 3 der 4 Teile. Wir dürfen nicht zulassen, dass er diese Macht an Merunes Dagon zurückgibt. Das Problem ist, was ist denn, wenn Sombren nicht alle 3 Teile hat? Weil dann stehen wir doch vor der Ewaldien-Aufgabe. Uns die Macht fehlt, ihn zu bannen, oder nicht? Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ideen? Sombren war in der Lage, sich Kalias Macht zu nehmen. Dass er auf dem Gipfel Destrons Geist beschworen hat, liegt nahe, dass er neben seinen eigenen Kräften auch irgendwie die von Destron hat. Mhm. Wir müssen tun, was er getan hat, und uns diese Macht von ihm aneignen. Ja gut, kannst du das tun? Also ich meine, dann müssten wir ihn ja irgendwie überwältigen können. Der hat halt die Macht von 3 von 4 Ambitionen. Oh, nicht ich, kleine Sterbliche. Die Anachoretin. Sie ist die 4. Ambition. Wenn Sombren wirklich Dagon aufsucht, ist er auf dem Weg zum Hauptsitz des Fürsten. Dem Trost der Zerstörung. Wir brauchen jemanden, der uns durch diese Festung führt, damit wir ihn abfangen können. Ideen? Wer sonst außer Arox, dem Verstümmler? Die Deadratte war einst der mächtigste General von Merunes Dagon. Er muss die Stadt über die Jahrhunderte mehrfach besucht haben. Arox kroch in Richtung der Bruchgassen davon, als ich ihm sagte, ich hätte keine Zeit, den Fluch von ihm zu nehmen. Mhm. Der ist jetzt bestimmt ein bisschen sauer, ne? Jetzt müssen wir ihn irgendwie noch motivieren. Na gut, dann gehen wir mal los. Vielleicht gibt's ja Mysterium Taxis Antworten. Und während ihr Arox nachspürt, versammle ich möglichst viele Verbündete. Es wird mehr als nur uns hier brauchen, um die Mauer des Trosts zu durchbrechen und es mit Sombren aufzunehmen. Trefft mich in Elendspitze. Dagons Blick reicht nie in diesen Winkel der toten Länder. Warum auch immer nicht, ne? Fast so, als hätte er sich mit den Reinreißen von etwas Nirn selber geblendet. Weil irgendwie das... So. Jetzt frage ich euch wieder! Als Vandasia Destron tötete, sagte er, dass er die Macht meines Bruders an sich riss und sie Merunes Dagon übergab. Doch ich glaube, er konnte ihm nicht alles entziehen. Sombren wurde auf unserer Wanderschaft mächtiger. Ich dachte, es wäre das Buch. Aber jetzt glaube ich, er hat Destrons Egonymon. Da spricht einiges für, ne? Das Ding ist halt auch...
Wanderer, die auf der Reise mächtiger werden. Erinnert sich noch irgendjemand an die lustigen Zwischensequenzen aus Diablo 2, wo unser guter Marius mit dem einsamen Wanderer, den Krieger aus Diablo 1, läuft? Lustige Zeiten. Der ist auch mal stärker geworden, der Wanderer. Aber in Wirklichkeit ist er eigentlich schwächer geworden, hat mehr von sich selbst verloren. Auch wenn ich es kaum erwarten kann, eine sprechende Dead-Ratte zu treffen, sollte ich doch Lyrant helfen, Verbündete zu sammeln. Wir sehen uns beim Treffen in Elendsspitze wieder. Viel Glück und seid vorsichtig! Oh, da kommt jetzt bestimmt die große Schlacht. Na, Kuretin? Wir gehen mit Lyrant und versammeln so viele Verbündete, wie wir nur können. Und ich spreche mit Kalia. Sie war lange bei Sombren. Sie muss eine Ahnung haben, wie er ihre Macht gestohlen hat. Falls nicht, können wir es vielleicht zusammen herausfinden. Also, glaubst du, dass er das kann? Ja, offensichtlich hat es ja gerade gemacht. Wenn er es konnte, sehe ich keinen Grund, warum dem nicht so sein sollte. Ich muss nur diese Kräfte in den Griff bekommen, die ich auf einmal habe. Ich will aber auch vorsichtig sein. Sombren gab dem dunklen Anteil in sich nach. Dem Anteil, der Merunes Dagon gehört. Ich will nicht, dass mir das auch zustößt. Das Ding ist ja, die Anachoretin kann auch ohne Dagons Macht was, ne? Sie hat ja die ganze Zeit die Ambitionsmacht nicht mal getappt, sondern das ist ihre eigene Macht, die bis jetzt zum. Also sie ist zusätzlich zu den Ambitionszeug, ist sie noch so ziemlich fähig. Wahrscheinlich irgendwie das königkaiserliche Blut oder so. Egal, also bist du versichert, dass wir das schaffen? Nicht auf eigene Faust. Auf dem Gipfel des Annihilarchen habe ich ihn überrumpelt. Und er hatte noch nicht die volle Beherrschung über Kalias Macht. Wir werden ihm wahrscheinlich alles entgegenschleudern müssen, was wir haben, um ihn abzulenken. Dann habe ich vielleicht eine Chance. Ich kann ja mal ein paar meiner Ults benutzen. Antimagiefelder wirken immer gut, habe ich gehört. Findet Arox und trefft mich in Elendsspitze. Ich weiß nicht, welche Verbündeten ich davon überzeugen kann, sich uns anzuschließen. Aber wir brauchen mehr als nur diese Handvoll. Es wird eine Armee brauchen, um Sombren lange genug zu beschäftigen, damit die Anachoretin alle Teile des Egonymons bergen kann. Bestimmt. Naja, Judy, dann hat das jetzt ja alles länger gedauert, als ich dachte. Und ich werde wahrscheinlich noch eine letzte Episode aufnehmen müssen, oder? Vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie lange das dauert mit dem Ende der Ambition. Ja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kennt ihr meinen Freund, der zur erwachenden Flamme übergelaufen ist? Er sagte, in den Totenländern stünde etwas Großes bevor. Der kommt noch zu Hause und redet? Vrin nähert sich zögerlich dem Köder. Was meint euer Freund? Niemand weiß Genaues oder niemand sagt etwas. Doch Merunes Dagon ruft alle Daedra, die ein Schwert schwingen können, zu seinem Thron. Vri erwägt die Macht von Dagons versammelten Legionen. Nur wenig könnte einem solchen Ansturm standhalten. Ja, wie die von einem anderen Fürsten. Naja, unabhängig davon schafft das aber heute alles. Ihr habt Konstabler Pascal zur Rechenschaft gezogen, nicht wahr? Dieser arme Kerl. Wer? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir... der Platzerportal hat ein eigenes Symbol. Das wäre vorher nicht aufgefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach hier gehen, in die Bruchgassen, und das alles machen. Alles in der 10. Sitzung des Deadland Blackwood DLC. Ich weiß gar nicht, wie... Ich zähle das jetzt offiziell alles zu Deadlands dazu. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.